Stellt euch vor, ihr geht in einen Plattenladen, kauft etwas von eurer Lieblingsband und euer Geld geht an Drake oder Ed Sheeran, obwohl ihr sie nie hört. Genau das passiert derzeit mit euren Streams. Willkommen bei Tracks. Heute gehen wir der Frage nach, was mit den Streaming-Milliarden eigentlich passiert. Denn der Musikmarkt boomt in der Corona-Krise. Es wird so viel Geld fürs Musikhören ausgegeben wie seit Jahrzehnten nicht. Die Industrie steht kurz vor den besten Jahren ihrer Geschichte. Over the past two decades, streaming has fundamentally changed the audio ecosystem. Durch Streaming wurde Musik vom Luxusgut zum Gebrauchsgut. Obwohl Streaming für die Musikindustrie bereits über die Hälfte des weltweiten Umsatzes ausmacht, kommt bei den vielen, die die Musik machen, kaum etwas an. Was in der konzertlosen Zeit besonders schmerzt. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Von 0,003 bis 0,005 Cent pro Stream kann kein Musiker leben. Der Protest wird immer lauter. Jetzt organisieren sich Musikerinnen und Musiker erstmals in Gewerkschaften und bringen ihren Unmut auf die Straße. Und sogar vor das Parlament. In England beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss mit der Gewinnverteilung der Streaming-Dienste. Ich finde das sehr spannend, weil auch klar wird, dass es da also nun wirklich überhaupt keine Schnittmenge zwischen den Interessen der Kreativen und den Vertretern der Industrie gibt. Tracks verschafft Durchblick im Musikbusiness 2021. Wer profitiert? Was wird gefordert? Und wie viel bleibt bei den Musikern und Musikerinnen eigentlich hängen? Ich weiß nicht, ob ich mir davon Eis kaufen kann jetzt für den letzten Monat. Vielleicht kann ich mir ein Eis kaufen. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist Balbina. Seit über 10 Jahren ist die Berlinerin als Solokünstlerin aktiv. 2019 gründet sie ihr eigenes Label. Als Live-Musikerin hat sie ihre eigene Sparte geschaffen. Ihre Spezialität? Opulente Orchestershows. Für mich persönlich würde ich immer sagen, ich mache Popmusik. Allerdings weiß ich eben aus der Spiegelung des Publikums, dass das eher so ein bisschen Alternative Popmusik ist. Und die führt sie bevorzugt nicht in Clubs, sondern in Konzerthäusern auf, wie dem Berliner Admiralspalast. Hier wäre mein Berlin-Konzert zum Album Punkt gewesen mit meinen Musikern und mit dem Babelsberger Filmorchester. Und bis zum heutigen Tag habe ich hier noch nicht gespielt, obwohl ich diese Location schon ausverkauft habe und die Leute seit 1,5 Jahren tatsächlich auf den Tickets sitzen. Somit ist sie, wie viele andere Musikschaffende, derzeit von Streaming-Einnahmen abhängig. Doch selbst für eine etablierte Künstlerin mit solider Fanbase und mehreren 10.000 regelmäßigen Hörerinnen und Hörern reichen diese vorne und hinten nicht. Ich bin Teilnehmer der Musikwirtschaft, und zwar ein mittelständischer Teilnehmer der Musikwirtschaft. Und ich für mich selbst hätte die Chance, wenn die Verteilung anders laufen würde, ganz normal von Musikstreaming leben zu können. Ich würde nicht reich werden davon, aber ich könnte davon leben. Und jetzt, wo wir die Corona-Krise haben und ich live nicht spielen kann, wie so viele andere Musiker, habe ich keine Einnahmen, weil ich mit Streaming nichts verdiene, also marginal. Das sind Abrechnungen, ich glaube, das war bei 0,001 Cent pro Stream aktuell. Ein Hundertstel Cent pro Stream? Wie konnte es so weit kommen?
Dass für Musik überhaupt Geld fließt, war vor 20 Jahren keine Selbstverständlichkeit. Immer mehr Menschen holten sich ihre Musik illegal über Torrents und Tauschbörsen. Die Plattenindustrie war ratlos. Also das Format CD hatte sich einfach abgenutzt. Die Leute haben sich bei LimeWire, bei Napster überall illegal Musik runtergeladen. Und es war eigentlich gar nicht mehr selbstverständlich, dass man den Konsumenten erklären kann, warum sie überhaupt noch für Musik bezahlen sollen, wenn es die ja überall umsonst gibt. Die Rettung kam ausgerechnet aus der Piraterie-Szene. 2006 gründet der frühere MuTorrent-Mitarbeiter, Napster-Fan und schwedische Tech-Unternehmer Daniel Ek Spotify. The idea that all music should be free for the taking, no matter the cost and effort, destroyed the careers of a lot of working artists. We believed there had to be a better way, so we founded Spotify. And we knew our platform had to be nothing short of revolutionary. Und das war sie. Spotify bot Usern die gleiche Bequemlichkeit wie Tauschbörsen, aber legal. Werbe- und Abo-finanziert. 2 Jahre lang musste Ek die Major-Labels von seiner Idee überzeugen. 2008 ging Spotify an den Start. Inzwischen ist sich die Industrie ihres Glückes bewusst. Ohne ihn in den Himmel loben zu wollen, aber Daniel Ek ist der Retter der Musikindustrie. Im letzten Jahrzehnt hat sich das Plattengeschäft von seinen allerschlechtesten Jahren erholt und steht kurz vor seinen allerbesten Jahren. Jeder bezahlt jetzt fürs Streamen. Auch bei BMG, einem der größten Musikverlage weltweit, ist die Anerkennung groß. Den Niedergang der Industrie in den 2000ern hat CEO Hartwig Masuch hautnah miterlebt. Da hat jemand mit hohem unternehmerischem Risiko überhaupt diese ganze Musikindustrie auf die richtige Spur gebracht. Ja, also da habe ich mega Respekt vor. Das war ja keine Idee von, sagen wir, den großen Playern der Unterhaltungsindustrie, sondern da hat wirklich jemand in Schweden gebastelt und sich das Geld zusammen einsammeln müssen, um das überhaupt zu machen. Das ist ja auch wirklich nicht über Nacht passiert. Das Modell ging durch die Decke. Streaming wird zum Milliardengeschäft. Apple, Amazon, YouTube und Deezer ziehen nach. In China folgt Spotify-Teilhaber Tencent. Den weltweiten Marktführer holt aber keiner ein, wie Spotify in seiner Jahrespräsentation festhält. With streaming, we've helped the global music industry go from contraction to growth. We also have a head start of more than a decade. An advantage that's given us tremendous data and insights and experience, not to mention unrivaled size and scale. Spotify wächst und wächst. In 170 Ländern will der Dienst bald verfügbar sein. Der Börsenwert des Unternehmens lag zuletzt bei über 55 Milliarden Euro. Allein im letzten Jahr machte das Unternehmen 7,8 Milliarden Euro Umsatz. Aber immer noch keinen Gewinn. Auch weil 2 Drittel der Einnahmen an die Plattenfirmen und Verlage gehen. Zu den kleineren und mittelgroßen Acts sickert so kaum etwas durch. Jetzt fordern die ihr Stück vom immer größer werdenden Kuchen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Leute ganz selbstverständlich und auch unfassbar gerne 10 Euro im Monat bezahlen für den Streamingdienst ihrer Wahl, um eben die Künstler für ihre Musik zu vergüten. Und wir hatten 2020 einen Anstieg von fast 25% im Segment Streaming. Allein in Deutschland wurden 1,2 Milliarden Euro da mit diesem Segment umgesetzt. Das bedeutet, das ist unfassbar viel Geld da. Und das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht daran ist, dass dieses Geld nicht gut verteilt wird. Und der Protest wird lauter. 30.000 Künstlerinnen und Künstler weltweit schlossen sich zum Verband Juma zusammen. Im März machen sie in vielen Städten gleichzeitig ihrer Empörung Luft. Vor den Büros von Spotify, wie hier in Los Angeles. Unter anderem fordert ihre Kampagne Justice at Spotify mehr Transparenz und eine Vergütung von 1 Cent pro Stream.
So we need them to. Wir fordern, dass sie ihre Bezahlmodelle so anpassen, dass sie die Leute, deren Musik sie mit ihrer Plattform vertreiben, fair vergüten. Spotify soll wissen, dass wir nicht von unseren Forderungen abrücken werden. Deshalb sind wir heute hier. In 31 Städten wurde demonstriert. Neben Los Angeles, auch in New York, Berlin und Chicago. Das hier ist riesig. Auf der ganzen Welt sagen Musiker Spotify ihre Meinung und die Bewegung wächst. Ihr verdient euer ganzes Geld mit Künstlern, aber Künstler verdienen daran gar nichts. Hört auf, euch an unserer Arbeit zu bereichern. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht klar, dass ihr Streaminggeld meistens nicht an die Künstlerinnen geht, die sie am häufigsten hören. Es geht an die wenigen beliebtesten Musiker auf Spotify. Und das liegt an dem Pro-Rata-System. Pro-Rata? Wie bitte? Warum landet unser Beitrag nicht bei Julia Holter, wenn wir sie hören? Wir reden grundsätzlich in der Streaming-Welt schon von einer Superstar- oder sagen wir mal Super-Hit-Economy. Richard Wernicke ist Content-Manager bei Frankreichs Streaming-Marktführer Deezer. Seit 2018 analysiert er die Verteilungsverhältnisse im Streaming und beobachtet ein Ungleichgewicht. Sehr wenige Titel vereinigen sehr viele Streams auf sich. Und nach dieser Marktanteilsbetrachtung ziehen die sozusagen damit die Lizenzen von anderen Künstlern, die auch gehört werden, weg und vereinigen die auf sich. Is that million? Yeah. Oh my God. Step on the gas, staple your tongue. Das heißt, bestimmte Genres profitieren sehr, sehr stark von der aktuellen Abrechnung und andere weniger stark, ich will nicht sagen bis gar nicht, das stimmt nicht, aber wirklich in einem sehr geringen Umfang. Das heißt, der Großteil des Abogeldes landet immer bei den meistgestreamten Acts der Plattform. Egal, wie nischig und ausgefallen euer Musikgeschmack auch sein mag. Ein ganz kleiner Prozentsatz an Künstlern bekommt das ganze Geld. Und der Großteil der anderen Künstler, nämlich die 90% der Masse, bekommt fast gar nichts. Und das ist eigentlich nur begründet in dem aktuellen Verteilungssystem. Verständlich, dass vor allem kleinere Acts auf die Barrikaden gehen, wenn die Streaminggebühren ihrer Fans bei Ed Sheeran und anderen Superstars landen. Sie fordern eine Verteilung, die sich am einzelnen User orientiert. Das ist schon sicherlich gerechter, wenn ich einfach sage, ich mache eine Abrechnung, die basiert wirklich auf dem Konsumverhalten des einzelnen Abonnenten und nicht auf einer pauschalierten Gesamtkonsumlage, die eben über viele Wege zu beeinflussen ist. Beim nutzerzentrierten Streaming geht dein Geld genau an die Leute, die du auch hörst. Dann würden ja die Künstler, die du hörst, ja dein Geld, deine Tantiemen bekommen. Und dann müssten sie sich ja nicht an den Markt anpassen, um fremde Hörer zu pleasen, weil sie ja von dir das Geld, was du für Streaming ausgibst, bekommen würden. Im Moment läuft es anders. Schließlich basiert das aktuelle System darauf, prozentual im Vergleich zu allen anderen Acts besser dazustehen. Also massig Streams zu generieren, egal von wem. Ja, unterschiedlichste Wege, einfach absurd hohe Abrufzahlen zu generieren. Das geht hin zu Accounts, die in Billigländern angesiedelt sind und wo dann wirklich Menschen sitzen, die ununterbrochen auch eben IT-gesteuert die minimal
Zeit des Liedes antriggern. Um seinen Streaming-Anteil zu erhöhen, gibt es aber auch offizielle Wege. Der offensichtlichste: richtig viel Musik herausbringen. Das ist auch die von Spotify-Chef Daniel Ek beworbene Methode. And the more people we're creating, the more there is for our users to discover. It's a virtuous cycle, a flywheel, and it's propelling Spotify and the audio industry forward. Man konkurriert mit täglichen Neuveröffentlichungen. Ek meinte neulich, dass man keinen Erfolg erwarten soll, wenn man weiter nur alle paar Jahre ein Album rausbringt. Heutzutage hauen die Leute 3 Alben in einem Jahr raus. So wie der weltweit meistgestreamte Act 2020. Der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny. Er veröffentlicht allein im letzten Jahr 3 Alben und kassiert damit 8,3 Milliarden Abrufe. Auch die K-Pop-Megastars BTS veröffentlichen in 2020 2 Alben und schaffen es damit auf 4,7 Milliarden Streams. Immerhin. Diese Acts haben einen weiteren gewaltigen Vorteil im Rennen um die meisten Streams und damit den größten Teil der Gesamteinnahmen. Sie haben junge Fans mit viel Zeit zum Musik hören, die sich für den Erfolg ihrer Stars ordentlich ins Zeug legen. Und niemand kennt die Geheimnisse der Streaming-Mechanismen so gut wie die sogenannte ARMY, der Club der BTS-Superfans. Ich bin Kathi und ich bin Lin und wir kennen uns über ARMY und wegen BTS. In K-Pop bedeutet es einfach ein Comeback, dass ein neues Album rauskommt oder eine neue Single rauskommt. Jedes Comeback wird sich vorbereitet durch das Stream und welche Rekorde wollen gebrochen werden, in welche Chartplatzierungen wollen wir rein. Auf Spotify zählt es als ein Stream, wenn man das Lied mindestens 30 Sekunden hört. Und dann könnte man es eigentlich skippen. Hier ist es auch wichtig, dass es nicht gemutet ist, sondern Lautstärke an ist. Bei Spotify ist es auch wichtig, dass man nicht einfach dasselbe Lied immer wiederholt, weil es könnte auch als Bot gezählt werden. Wichtig ist auch, dass man das als Link weiterteilt und dass man das an so vielen Menschen schickt, damit auch Spotify und YouTube auch sehen, so okay, das wurde ja auch kopiert, das heißt, es gibt mehr Interesse und auch, dass in dem Searchbar auch eintippt. Die Fans sehen sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, Bots zu sein. Spotify löschte sogar mehrere Millionen Streams aus den offiziellen Statistiken von Dynamite. Wenn wir streamen, wir sind echte Personen, die dahinter sitzen und sich die Arbeit machen und die Mühe machen, diese Songs zu streamen und sich wirklich an die Richtlinien zu halten und versuchen, das so gut wie möglich zu streamen, weil wir einfach unsere Idols, unsere Gruppe supporten wollen. Wir sind keine Bots. Einfach, also, like, I don't care what they say, we're not bots. So, we're doing our thing. Wir supporten unsere Idol und... Und andere Stars schreiben mit. Als Justin Bieber 2020 mit seinem Song Yummy drohte, nur auf Platz 2 der Charts zu landen, flehte er seine Fans persönlich auf Social Media an, seinen Song zu streamen. Go stream Yummy. Like, please. I can go number one on Billboard, but I need your help. You guys could do me a favor and keep streaming it, keep buying it. Did you stream Yummy yet? What? Did you guys download, Yummy on iTunes, yeah? What? The number one spot? So funktioniert das System leider gerade. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber per se kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil es wäre ja wirtschaftlich dumm von ihm, das nicht zu machen. Ne? Das ist einfach nur das Symptom der Krankheit, die Spotify erschaffen hat. Der knallharte Wettkampf um die meisten Plays verändert auch die Musik. Für den Streaming-Erfolg passen Künstler und Künstlerinnen ihr Songwriting an.
Das ist nicht nur ratsam, sondern bei Profis wie Lauf Standard. Er war Teil des Spotify-eigenen Nachwuchsförderprogramms und ist dort einer der erfolgreichsten Solokünstler ohne Major-Vertrag. Im Interview erklärt er uns das so. Ich will ehrlich sein. Als ich zum Beispiel I'm So Tired mit Troye Sivan gemacht habe, war der Song so lang, dass er zum Ende hin anstrengend wurde. Also haben wir ihn gekürzt. Kürzere Songs haben schließlich einen höheren Wiederspielwert. Und je höher der Wiederspielwert, desto mehr Streams, desto höher die Chancen auf eine Chartplatzierung. Das weiß auch Lil Nas X, dessen zweiminütiges Old Town Road dank Milliarden von Streams 2019 sämtliche US-Chartrekorde brach. 17 Wochen auf Platz 1. Durchschnittlich waren in diesem Jahr die Top 10 Hits 30 Sekunden kürzer als noch ein Jahr zuvor. Natürlich ist das nicht nur Spotifys Schuld, aber die Herangehensweise an Musik hat sich fundamental verändert. Je kürzer der Track ist, umso besser. Das heißt zum Beispiel, die gesamte dritte Strophe fällt weg zugunsten des Refrains. Teilweise fangen Titel mit dem Refrain direkt an, um die Nutzer in dem Song zu halten. Zum anderen eben die strukturellen Parameter, dass eben Dance/Trap besser funktioniert. Mit einer bestimmten Hi-Hat-Struktur und mit auch bestimmten Vocal-Strukturen, sprich Autotune. Bewährte Beats werden nachgeahmt. Mittlerweile gibt es auch Programme, die man durchlaufen lassen kann, die das optimieren, halt auch im Mixen und im Mastern, dass man sozusagen direkt für diesen algorithmischen Bedarf produzieren kann. Und das alles für ein paar Cent-Bruchteile. Das Konzept, den Wert von Musik alleine daran zu messen, wie oft sie gehört wird, geht nicht auf. Kannst du dir vorstellen, den Wert eines Filmklassikers von Kubrick daran zu messen, wie oft du ihn guckst? Oder ein Buch danach, wie oft du es liest? Kannst du nicht. Das geht nicht. Der NYU-Dozent und Künstler Matt Dryhurst gehört zu den wichtigsten Stimmen im aktuellen Diskurs. Seit vielen Jahren analysiert er die Schnittstellen von Musik und Technologie. Mit seiner Partnerin Holly Herndon erprobt er künstliche Intelligenz im Songwriting-Prozess. In ihrem vielbeachteten Musik-Tech-Podcast Interdependence analysieren sie die Entwicklung der Musikindustrie. Dryhurst stört am aktuellen System vor allem die Behauptung, dass auf den Streaming-Plattformen Chancengleichheit herrschen würde. Die Musiker, die am meisten den Interessen der Plattform entsprechen, werden durch die Plattform begünstigt. Bei Spotify ist man im Vorteil, wenn man sehr genrekonform arbeitet. Das liegt teilweise an dem Aufbau der Plattform. Wenn du dir die Portale anschaust, siehst du schon die vorgefertigten Bahnen, denen du folgen kannst. Wie beim Pferderennen. Und da muss man reinpassen. Er spricht vom wesentlichen Entdeckungstool der Streaming-Dienste, den Playlists. Täglich werden 60.000 neue Songs auf die Plattformen geladen. Mehr als 50.000 Stunden Audio. Die Playlisten verschaffen den dringend nötigen Überblick auf der Suche nach dem neuen Lieblingssong. Bei den Kategorisierungen geht es eher um Lifestyle, um Stimmung oder Aktivität. Für mich ist das eine sehr abstrakte Art, Musik wertzuschätzen. Wer in den offiziellen Listen landet, gewinnt. Eine Studie von 2018 zeigt, dass ein Platz in Spotifys größter Playlist, Today's Top Hits, einem Song bis zu 20 Millionen Plays beschert. Ein Platz auf New Music Friday kann einen Track über Nacht zum Hit machen.
Auf diese wichtigen Playlisten schaffen es fast nur Songs von Major-Labels. Wie diese Listen entstehen, ist allerdings geheim. Wenn in den 90er Jahren niemand beim Rolling Stone über dich geschrieben hat, wusstest du zumindest, wer die Redaktion war und wer das entschieden hat. Das ist keine neue Entwicklung, nur muss man dabei bedenken, es gab sehr, sehr viele Redaktionen und man hatte sehr, sehr viele Chancen, mal den einen Redakteur von seiner Musik zu überzeugen, mal den anderen nicht. Wenn du so eine Marktmacht hast wie Spotify und dann wirklich einfach darüber richten kannst, was funktionieren wird oder nicht, das ist das Problem an den Playlisten. Die Probleme, die KritikerInnen bei Spotify und Co. sehen, gehen also über die ungerechte Gewinnverteilung hinaus. Es geht auch um Transparenz und Chancengleichheit. In Großbritannien wird deshalb auch die Politik aktiv. Ein Untersuchungsausschuss befragt Kreative, Labels und Streamingdienste, um Licht ins Dunkle der Geldströme zu bringen. Das sind wirklich sehr spannende Hearings, weil nämlich das Thema populäre Kultur, populäre Musik als Arbeitgeber eine deutlich größere Rolle spielt als in Deutschland. Und natürlich der Gesetzgeber jetzt auch anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, sag mal, wie können wir die Überlebensfähigkeit der Musiker sichern, wenn sich die Geschäftsmodelle so rabiat geändert haben. Der Chefjustiziar von Spotify wurde vor allem dazu befragt, welchen Einfluss die Labels auf den Streamingdienst haben. Denn die sind schließlich auch Aktionäre. They have considerable influence, given that they own the intellectual property associated with their catalog, which represents the overwhelming majority of the content that gets streamed on the service. So mussten sich auch die britischen Chefs der Labels unbequeme Nachfragen gefallen lassen. Can you explain why? If this market isn't failing, why hundreds of our most acclaimed artists are having to seek charitable funding? Our artists seem to be very happy with the investment, very happy with advances for them. So it is a really... They're not. I mean, they're really not. I think you're living in cloud cuckoo land here, if you really believe that. Im Mai werden der Abschlussbericht und die Empfehlungen des Komitees erwartet. Alle großen Player standen zumindest in England kurz am Pranger. Das bringt Bewegung in die Debatte und der Rechtfertigungsdruck wächst. Spotify reagiert auf die Proteste mit Loud and Clear, einer PR-Offensive. Die Kernaussage: Der Großteil der Erlöse fließt an die großen Labels. Die seien in Wahrheit diejenigen, die die Gewinne nicht weitergeben. Spotify pays the rights holders. Once that revenue leaves Spotify's hands, how much an artist or songwriter gets paid depends on their agreements with rights holders. Und tatsächlich erhalten viele Künstlerinnen und Künstler bei Majors nur Bruchteile der Ausschüttungen, was oft an veralteten Verträgen liegt, die nicht auf das Streaming-Geschäft angepasst wurden. Indies und KünstlerInnen der jüngeren Generation betrifft das immer weniger. Balbina zum Beispiel hat schließlich ihr eigenes Label. Was sie jetzt noch braucht, ist Chancengleichheit. Ich bleibe trotzdem optimistisch, sonst würde ich hier nicht stehen, weil ich stehe nicht hier, um mich zu beklagen. Ich stehe hier, um den Druck zu erhöhen auf alle Beteiligten und zu sagen, lasst uns darüber reden und lasst uns Lösungen finden. Das ist essentiell. Es gibt keinen Grund, da jetzt aufzugeben auf den letzten Metern. Es ist doch immer so in der Digitalisierung gewesen, dass Dinge geschärft wurden, werden mussten. Warum nicht auch jetzt? Matt Dryhurst will am liebsten gar nicht mehr über Spotify und Co. reden. Er arbeitet schon längst an seinem Traum. Ein wahrhaft partizipatives Modell im Web 3.0. In 10 Jahren wird es Ökosysteme für Musikerinnen und Künstler geben, die ganz anders aussehen als jetzt. Ich kann auch nicht sagen, wie sie aussehen werden, aber das ist ja das Spannende daran. Ob kryptobasiertes Streaming, Fan-Abo-Modelle oder der Verkauf von Songrechten,
KünstlerInnen nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand und erarbeiten alternative Einkommensquellen. Und es gibt noch die altmodischen Wege, seine Lieblingsacts zu unterstützen. In deren Fanshops oder ganz analog im Plattenladen. Voilà, do vidinho.